im Westen nichts Neues. Das ist ein Album, das habe ich das erste Mal nicht in Berlin geschrieben, sondern ich bin woanders hingefahren. Warum? Ich hatte vorher einen riesen, krassen, großen Plan, wie ich das Album schreibe, was ich darauf sage. Und dann habe ich mir gedacht, ey, das ist richtig beschissen. Man plant so ein Ding nicht am Reißbrett. Das muss ein Dokument deines Lebens sein, von den Dingen, die passiert sind, auch wenn es beschissene Dinge sind. Du musst das verarbeiten in deiner Musik. Und darum gehst du jetzt den Weg und fährst nach Schweden, Bruder. Und dann bin ich nach Schweden gefahren. Ich bin dann so durchs Internet gesurft und hab mir halt Häuser angeguckt in Schweden, hunderte Häuser, bis ich eins gefunden habe, wo ich gesagt habe, genau das ist es. Es war ein ganz, ganz kleines, beschissenes Holzhaus in der Mitte vom Nirgendwo. 30 Euro am Tag, aber perfekt, eigener See. Eine eigene Birke, an die ich meinen Boxsack binden konnte, um zu trainieren. Ein kleines Ruderboot, mit dem ich da rumfahren konnte und riesige Wälder rundherum. Und irgendwo ein Supermarkt, wo man sich halt Sachen kaufen konnte. Und dann saß ich halt da mit 20 Dosen Baked Beans und hab jeden Tag Spiegeleier gegessen und geschrieben einfach. Und wenn man so weit weg ist von all diesen Dingen, die einen bewegen, auf positive und negative Art und Weise, dann hat man auf einmal so einen ganz klaren Blick, eben weil man so weg davon steht und weil man so diese Distanz dazwischen gebracht hat.